Wunderschönen guten Tag, liebe Serien-Junkies-Podcast-Hörer, liebe Marvel-Fans, liebe Superhelden-Nerds und natürlich auch alle anderen, die heute hier reingehört haben oder die jetzt gerade reinhören in diesen Podcast. Eine weitere Folge des offiziellen Podcasts von Serien-Junkies.de kriegt ihr heute, und zwar geht es heute um die neue Superserie von ABC, die erste Serie, die im Marvel Cinematic Universe spielt und stattfindet, in dem Universe, in dem so grandiose große Comicfilme wie The Avengers, wie Iron Man, wie Thor, wie Captain America gespielt haben. Die gingen jetzt gerade in den USA vor kurzem an den Start, und wir hier bei den Serienjunkies sind natürlich auch große Fans und große Interessenten des Marvel-Franchises, und gerade wir beide, die wir im Studio uns heute hier versammelt haben, nämlich, das bin ich, der Philipp, und mein geschätzter Kollege, der Adam. Hallo. Wir werden uns heute mal ein bisschen Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Heißt es Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.? Es heißt Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. und es bereitet mir jedes Mal, es nervt mich jedes Mal, wenn ich es ausschreiben muss. Diese ganzen Punkte, die Punkte treiben mich in den Wahnsinn. Die katastrophalen Apostrophe in diesem Titel, ja. Also, aber offiziell heißt die Serie tatsächlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Genau, so, genauso wie der Film mit den Avengers, Marvel's The Avengers heißt. Genau. Das ist natürlich das Branding, was Marvel dann vorantreiben möchte. Das kann man nicht oft genug sagen, quasi. Ja. Ist also quasi jetzt vor kurzem an den Start gegangen. Adam, vielleicht kannst du kurz mal so ein bisschen erzählen, wer steckt denn dahinter dieser Serie? Wer hat das so angetrieben? Wer spielt da mit? Was ist da los? Ja, also Bezug nehmend auf Marvel's The Avengers ist und natürlich das gesamte Marvel Cinematic Universe ist Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sozusagen eine Art Quasi-Fortsetzung zu diesen Filmen mit Agent Coulson, der in Avengers ja für tot gehalten wurde und nun doch am Leben ist. Und nun ein neues S.H.I.E.L.D.-Team anführt. Hinter der Serie steckt Joss Whedon, sein Bruder Jett Whedon und die Frau von Jett Whedon, deren Name relativ schwer auszusprechen ist. Moment, wir probieren es nochmal zusammen. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Morrissa Tankarian. Ja. Sagen wir einfach mal so. Ja. Frau Tankarian, die den einen oder anderen Whedon-Fan bekannt ist als die Frau, die bei Dr. Horrible We Do The Weird Stuff singt. Mhm. Zeichnet sich zusammen mit ihrem Ehemann verantwortlich jetzt für die Showrunner-Tätigkeiten dieser Serie. Joss Whedon ist natürlich beschäftigt mit Avengers 2, Age of Ultron, und hat dementsprechend nur den Piloten inszeniert, das Drehbuch geschrieben und ist vielleicht so ein bisschen als Berater tätig, aber eigentlich hat er gar nicht so viel Zeit, um sich der Serie zu widmen, weil er eben andere Sachen auf seinem Tablett hat. Ja, wir haben ja, also die Serie ist ja jetzt vor ein paar Wochen schon gestartet. Ja. Wir haben jetzt quasi drei Folgen haben wir hinter uns, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Wir haben extra ein bisschen gewartet, weil wir wollten nicht nur den Piloten besprechen, genau, der eben prämiert hat vor drei Wochen, dürfte es gewesen sein, sondern wir wollten einfach auch mal nochmal ein paar Episoden abwarten und mal schauen, wie es in welche Richtung das geht und wie sich das entwickelt bei Agents of S.H.I.E.L.D. Und ja, jetzt sind wir so bei so einem kleinen Zwischenfazit? Bist du schon bei so einem kleinen Zwischenfazit? Das ist meine erste Frage an dich, Adam. Ich schreibe ja die Reviews, die wöchentlichen Reviews für Serienjunkies zur Serie. Und es fällt mir im Moment noch schwer, ein Zwischenfazit zu ziehen. Ich finde es noch ein bisschen zu früh, persönlich. Mir hat der Pilot ganz gut gefallen. Eben wegen der vielen Videonismen. Die Review kann man natürlich auch bei Serienjunkies nachlesen. Danach musste man halt mal schauen, wie es ohne Joss Whedon direkt an der Schreibmaschine oder am PC aussieht, ne? Und es geht. Ja, da kommen wir jetzt noch im Detail gleich drauf. Aber Joss Whedon, ich meine, über alle Zweifel haben, Fernseh- und jetzt auch Kino-Gott, hat bei der ersten Folge, also dem Piloten von Agents of S.H.I.E.L.D., das Drehbuch geschrieben, und hat auch die Regie geführt. Ja. Also, und dann ging es ihm weiter. Vielleicht, wenn wir kurz zur Besetzung gehen. Ja, die Hauptrolle spielt Clark Gregg, den man aus dem Marvel Cinematic Universe als Agent Phil Coulson kennt. Seinen ersten Auftritt hatte der bei Iron Man damals und hat Tony Stark nach der, ich weiß nicht, ob er schon im ersten Teil in der Post-Credit-Szene nach der Rächer-Initiative gefragt hat. Ja. Auf jeden Fall ist er im ersten Iron-Man-Film schon aufgetaucht. Und
Agent Coulson ist sowas sozusagen in der ersten Phase des Marvel Cinematic Universe sowas gewesen wie der Kleber, der die Filme zusammenhält, die gute Seele des Marvel Universe. Und der hat nun scheinbar in Avengers seinen Tod durch Loki gefunden, aber scheinbar hängt da mehr dahinter, als man vielleicht zuerst annehmen konnte. Ja, er ist so ein bisschen das Marvel-Maskottchen, würde ich sagen. Phil Coulson alias, also klar, Greg als alias Phil Coulson. Finde ich auch wirklich eine enorm sympathische Figur. Also sowohl die Figur finde ich enorm sympathisch, als auch ihn. Ja. Ich fand das auch, vielleicht können wir da kurz über den Ursprung von diesem Charakter. Gibt es da eine Comic-Entsprechung zu diesem Charakter? Die gibt es inzwischen, aber die hat auch erst kürzlich ihr Debüt gefeiert im Marvel-Comic-Universum. Davor gab es Agent Coulson als solchen noch nicht. Finde ich aber, hat eine Figur, die wirklich so, ist eine Figur, die von Anfang an für mich auch funktioniert hat. Also das tatsächlich auch seit dem Aufeinandertreffen, dem ersten in Iron Man quasi oder dem ersten, der ersten Einführung dieser Figur. Mhm. Und er steht ja auch jetzt ganz zentral im Mittelpunkt dieser Serie. Ist aber natürlich nicht allein da, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. heißt ja nicht Agent, sondern Agents of S.H.I.E.L.D. Und hat natürlich jetzt hier um sich herum so eine kleine Crew gebastelt. Vielleicht kurz zur Prämisse, Adam. Wie könnte man so die Prämisse von Agents of S.H.I.E.L.D. mal kurz umschreiben? Das ist eine gute Frage. Das Team von S.H.I.E.L.D., wenn man es runterbricht, geht wöchentlich auf Erkundungstour und sucht entweder einen Superhelden oder ein Gadget oder ein Objekt der Woche. Die Ausgangssituation ist, dass es die junge Computerhackerin Sky gibt, gespielt von Chloe Bennett, die mit einem Laptop und einem Van, den sie an der Straße parkt, einfach mal so S.H.I.E.L.D. hacken kann und deswegen auf dem Radar der S.H.I.E.L.D.-Oberin auftaucht. Dann wird sie von Clark Gregg verpflichtet und Clark Gregg gründet eine neue Untereinheit von S.H.I.E.L.D., im Level 7, also sozusagen die Agenten, die nur auf über einem gewissen Level stehen haben, da Zutritt. Und der erste, der eingeweiht wird, ist Agent Grant Ward, gespielt von Brad Dalton. Der Rest des Teams besteht aus den beiden, also der eine ist ein Computerhacker, Leo Fitz, gespielt von Ian de Gestecker. Und die andere ist eine Biochemikerin, glaube ich, namens Agent Gemma Simmons, gespielt von Elizabeth Henstridge. Und die werden auch Fitzsimmons genannt, weil die gerne mal übereinander drüber sprechen und irgendwie die Sätze des anderen beenden und irgendwie ganz quirky sind und so. Abgerundet wird das Team dann noch durch Melinda May, gespielt von Ming-Na, die eigentlich einen Schreibtischjob bei S.H.I.E.L.D. übernimmt, aber früher mal so der Badass war und ich glaube so die Frau fürs Grobe, die Kavallerie, wie sie auch genannt wird, den Spitznamen hat sie weg, aber aus irgendwelchen Gründen, die noch nicht genau offenbart wurden, sich dagegen wehrt, in den Feldeinsatz zu gehen. Aber am Ende der dritten Episode sieht man ja, sie möchte eigentlich doch schon ganz gerne wieder da rein. Also vielleicht kurze Spoilerwarnung, wir werden jetzt die Handlung nicht im Detail erzählen, die ersten drei Episoden, aber wir werden schon drauf eingehen. Das soll heißen, wenn ihr jetzt komplett noch nichts von Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen habt und auch komplett spoilerfrei in die Folgen gehen wollt, dann würden wir euch sagen, macht das erst und hört euch den Podcast hinterher an. Aber wir müssen natürlich schon klar auch inhaltlich so ein bisschen was besprechen, weil sonst wird das ein kurzer Podcast werden. Ja, jetzt haben wir sozusagen dieses Team. Das sind sozusagen die sechs Charaktere, die zentral stehen in diesem Marvel Universe. Wollen wir da gleich bleiben? Weil ich finde nämlich, also es ist, ich finde diese Serie im Moment problematisch, sage ich ganz ehrlich. Du und die Kommentatoren unter den Reviews. Ja, ich bin ja sonst nicht so dafür bekannt, dass ich mit der populären Meinung anschließe, aber hier muss ich leider sagen, also ich fand schon vom ersten Auftauchen der Cast-Fotos und schon vor Monaten quasi, als es hieß, geht in Produktion, der und der spielt so und so, obwohl ich überhaupt noch keine Ahnung habe, wer diese Charaktere sind. Ich sah schon die Fotos der Leute, also der Schauspieler, und dachte mir schon, die sind mir alle ein bisschen zu jung und ein bisschen zu hübsch. Und alle ein bisschen zu glatt. Und jetzt haben wir drei fertige Folgen Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen und ich sehe meinen Verdacht völlig bestätigt. Geht dir das auch so? Entgegne ich, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich glaube, da ist durchaus noch Potenzial, dass man die Figuren etwas ausschmücken könnte. Also neben dieser, die sind alle so hübsch, Thematik sehe ich oft die Kritik, die sehen alle gleich aus oder so.
Aber da halte ich mal dagegen, sehen die Figuren in Buffy nicht unbedingt am Anfang alle gleich aus. Also ich meine, das sind auch alles kaukasische Figuren. Gut, Willow hat jetzt rote Haare und so, aber sonst sehen die Figuren auch wie hübsche Highschool-Schüler aus, ne? Ich meine, im Fernsehen sehen alle immer ein bisschen hübscher aus, das ist schon okay. Aber ich finde, sie haben es doch ein bisschen zu sehr nach einer Art von, so einer Art Kevin Klein Werbespot mäßig gecastet. Also ja. Ich hätte halt auch schon gern irgendwie ein bisschen mehr Charaktergesichter in diesem Cast drin, abgesehen von Phil Coulson, beziehungsweise Clark Gregg, der das natürlich, der die Coulson-Nummer auch einfach drauf hat. Der irgendwie, wo man das Gefühl hat, der fühlt sich in diesem Charakter auch so wohl, das ist für den überhaupt kein Problem. Der schlüpft da einfach rein wie so eine zweite Haut. Hat immer dieses süffisante Grinsen, hat immer auch das Gefühl, so er ist komplett unter Kontrolle, so in jeder Situation. Und er bleibt immer so komplett cool. Und er ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Schönling. Ja. Also wir bleiben mal bei dem Thema, weil wir uns da gleich eingeschossen haben. Wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, ist bei Agent Ward, der mir viel zu glatt ist als Hauptfigur. Der, also das Interessante bei Marvel insgesamt, finde ich auch beim Cinematic Universe, ist ja, dass die Marvel-Helden eigentlich immer menschliche Fehler haben und Makel irgendwie. Ne? Mhm. Iron Man ist der Milliardär, der eine Superrüstung hat, aber gleichzeitig halt auch so ein pompöser Sack. Pompöser Sack mit Bindungsangst. Genau. So. Thor ist hochnäsig und hitzköpfig. Ne? Spider-Man, da kommt aus großer Kraft, große Verantwortung, weil er den Mörder seines Onkels nicht aufgehalten hat. Sowas fehlt mir hier noch. Die Figuren haben vielleicht außer jetzt Agent May noch nicht so die große tragische Backstory oder irgendwelche Fehler. Das sind Leute, die wirken ein bisschen zu glatt, zu homogen halt. Die wirken zu leer für mich. Ja. Also Coulson ist hier die große Ausnahme. Ich glaube, Coulson würde ich jetzt auch mal aus meiner Kritik hier komplett rausnehmen. Den diskutieren wir noch extra. Aber also was mich komplett auf die Palme bringt bei dieser Serie, ist the Beautiful Nerd Girl. Ja, Verkörperung von Elizabeth Henstridge als Gemma Simmons. Ja. Da muss ich sagen, das ist so ein Charakter, den kann ich jetzt schon nach 3 Episoden kaum mehr sehen. Das ist, da muss ich fast vorspulen, wenn sie mal was sagt. Es ist auch diese nervöse Art, die sie so hat. Wenn du sie dir mal anguckst, sie lächelt ja immer ganz so. Ja. Oder guckt so ganz Angst ein, als hätte sie Angst. Es ist so ein bisschen. Also es sind so diese zwei Mechanismen, die sie drauf hat. Ich mache jetzt mal einen ganz gewagten Vergleich mit dem wahrscheinlich, ich glaube, die Deckanzahl zwischen diesen beiden Serien, die geht gegen null. Mhm. Aber mich erinnert Gemma Simmons immer an die Lady aus Downton Abbey, also die Frau von dem Grafen, weil sie hat immer so einen Gesichtsausdruck, dass sie sich egal in welcher Situation, so egal ob sie in Lebensgefahr schweben, egal ob gerade die Maschine abstürzt, egal ob sie gerade, keine Ahnung, kleine Katzen streicheln, sie sagt, im Grunde ist immer und ja, also allein schon dieses Konzept, so sie sieht aus wie ein Supermodel, aber dann soll sie irgendwie ein Nerd sein, nur weil sie, keine Ahnung, so eine Laborbrille auf hat. Aber darf ich da mal was entgegenfragen? Ja, bitte. Glaubst du nicht, dass Nerds auch hübsch aussehen können? Also ich meine, es gibt doch genug intelligente Leute, die Interessen haben und nicht unbedingt jetzt irgendwie die hässlichsten Menschen oder so sind. Also ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniges Klischee, dass Nerds immer hässlich sein müssen oder so wie in The Big Bang Theory schlecht angezogen wie Howard oder Raj oder sowas oder socially awkward, also in sozialen Situationen maßlos überfordert. Da stimme ich dir eindeutig zu, würde ich aber sagen, da schlägt einfach das Pendel zu weit aus. Mhm. Weißt du, sie ist einfach zu hübsch. Mhm. Sie sieht wirklich aus wie eine Schauspielerin, die sonst, keine Ahnung, auf dem Vogue-Cover sein könnte, aber jetzt ziehen wir ihr so einen Kittel an und dann sieht sie, keine Ahnung, es ist wie das schlimmste Beispiel dafür, finde ich immer, ist Jessica Alba in Fantastic Four. Ja, da gibt es ja dieses Mem, wo sie Brillen trägt und I am smart oder sowas. Ne? Anderes exzellentes Beispiel ist Denise Richards in dem einen James-Bond-Film. Mhm. Dr. Christmas Jones, ich bin Atomphysikerin. Ja, schon recht, Schätzchen. Atomphysikerin, na klar. Und sie haben es einfach übertrieben. Ich würde einfach so gerne in so einer Rolle, und vielleicht schlage ich jetzt wieder zu sehr in eine andere Richtung, aber nehmen wir mal Sarah Gilbert zum Beispiel, ja, bekannt aus Roseanne oder ja auch in der Big Bang Theory früher aufgetreten. Einfach so ein normales Mädel irgendwie. Mhm. Ja, jemand, der normal aussieht. Der vielleicht auch nicht immer so glänzende und super flockige Haare hat und die vielleicht auch mal ein bisschen unreine Haut hat. Ist das nicht irgendwie menschlich nachvollziehbar als diese komischen, als dieses Model, das irgendwie seltsam, also
Techno-Bubble von sich lässt. Ja. Techno-Bubble ist auch ein gutes Stichwort. Ja. Das gibt es ja auch sehr ganz, viel. Ganz schlimmes Problem in dieser Serie. Sarah auch Gilbert in der Rolle. Das fällt mir jetzt spontan ein. Ja, so ja, klar, so ein Typ Sarah Gilbert ist. Ja. Ich verstehe es schon. Wäre wahrscheinlich interessant. Es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend, ne? Um jetzt noch mit einer weiteren Phrase um mich zu schmeißen. Vielleicht wird das Team ja noch erweitert oder vielleicht stirbt ja auch irgendwann mal jemand. Also ich meine, ich glaube, das ist noch nicht fertig formiert. Möchte mich aber auch nicht nur an dem Charakter aufhängen. Ich finde eigentlich, also das muss ich jetzt einfach mal so unverblümt sagen, mit Ausnahme von Coulson finde ich dieses ganze Team scheiße. Die gefallen mir alle überhaupt nicht. Ich mag Sky sehr gerne. Überhaupt nicht sympathisch. Auch Sky ist so, ich weiß, die ist mir zu hochnäsig, die ist mir irgendwie zu unsympathisch. Hochnäsig? Einfach. Ja, zu besserwisserisch, zu klugscheißerisch, zu, ich weiß nicht, wo ich da den Enkel finden kann, wo ich sie sympathisch finden kann. Vielleicht ist das ja auch einfach, weil noch nicht genug Backstory über diese Charaktere, vielleicht gibt es ja durchaus noch Punkte, wo man da anknicken kann. Es gibt ja das englische Wort sassy, so was ungefähr bedeutet frech. Die erinnert mich halt ein bisschen in ihrer bisherigen Gestaltung an Buffy auf jeden Fall, also Buffy Summers, den Charakter, weil sie halt eben so frech sein darf, den anderen Figuren Kontra gibt, ein bisschen so wie die Normale wirkt, die nicht halt eben so dieses Agententraining durchlaufen hat und jetzt irgendwie ein glatter Anzug ist. Die sind ja alle, also Agent Ward ist auf jeden Fall ein Suit, wie man auch im Englischen sagt. Ne? Und sie hat halt auch noch Coulson und May haben ja auch noch ein Geheimnis am Start. Und das finde ich auch ganz nett. Also sie hat die Rising Tide im Hintergrund. Sie ist da Mitglied bei dieser Hackervereinigung. Und man weiß auch nicht so ganz, wo ihre Sympathien liegen. Ob sie jetzt loyal ist oder nicht. Ob sie S.H.I.E.L.D. nur ausnutzt. Obwohl ich da auch schon finde, ist ein bisschen zu früh, dass man sie vielleicht schon so als möglichen Maulwurf ins Spiel bringt. Ich weiß es nicht genau. Also ich find's problematisch. Ich kann sie noch nicht so richtig, ich kann noch nicht mit ihr nachfühlen. Ja, wie du gerade gesagt hast, Agent Ward ist einfach nur ein Suit. Und Melinda May ist für mich auch im Moment komplett flach. Einfach, man hat das Gefühl, sie hat einen Gesichtsausdruck bisher in dieser gesamten Serie gezeigt. Und einerseits fand ich den Charakter im Moment extrem inkonsistent geschrieben, so, weil sie hat irgendwie in der Pilotszene wird sie eingeführt in der Szene, wo sie sagt, so, sie hat definitiv keinen Bock auf irgendwelche Action. Sie will, wenn dann, nur der Pilot sein, das sagt sie sogar extra und lässt sogar Agent Coulson, als er sie quasi rekrutiert, schwören, dass sie nur der Pilot ist. Irgendwie zwei Szenen später ballert sie irgendwie mit zwei Kanonen irgendwie durch die Gegend und denkt, okay. Soll sie bei Todesgefahr auf ihrem Popo sitzen bleiben, oder was? Grundsätze sind relativ schnell über den Jordan gegangen. Und also ich weiß nicht, bei ihr, auch wenn da immer so angedeutet wird, da ist irgendwas in der Vergangenheit, I'm not interested, ganz ehrlich. Im Moment bin ich überhaupt nicht neugierig, was der Background dieses Charakters irgendwie ist. Jetzt dann haben wir noch diesen anderen Nerd, also Leo Fitz. Ja. Da, sag mal, ging es dir da auch so? Ich weiß nicht genau, ob ich im Piloten nicht drauf geachtet habe, aber hat der ab der zweiten Episode einen stärkeren britischen Akzent? Ist mir in der zweiten Episode zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht war ich wirklich nur unachtsam, aber es war dann so auf einmal so, hell, blimmy, Mary Poppins. Oh, blimey, Charlie. Another superhero. das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Aber müsste man nochmal checken, die fluktuierenden Akzente von Agent Fitz. Ist halt so ein Nerdkind, ne? Das ist schon fast wieder zu Big Bang Theory wieder für mich. Ich meine, Scoot ist der Einzige, der jetzt nicht so, also abgesehen von Coulson, der jetzt nicht so Model-Look-Optik hat in dieser ganzen Besetzung. Aber ich sehe da auch noch, also gerade diese zwei Tech-Leute, das sind irgendwie für mich, die gehen mir im Moment auf den Keks. Die sind ja auch in ihrem Labor eigentlich fast immer so gefangen, muss man ja fast sagen. Also es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man sie noch nicht im Außeneinsatz gesehen hat, was man auf jeden Fall noch sehen wird. Das ist so ein Trope von Serien, dass man auch die Nerds mal in den Einsatz schickt. Bei Alias gab es zum Beispiel eine Episode oder mehrere sogar, die sich auf Marshall bezogen haben. Cool war der Nerd in Alias? Da kann man doch auch mal sagen, können wir ein bisschen was abstürzen. Weil sein Gesicht ist zum Beispiel nicht eine typische Schönheit, sondern der sieht tatsächlich so aus, wie du es dir wahrscheinlich wünschen würdest als Nerd.
Ja, aber er war trotzdem irgendwie, auch wenn er so immer diese Gags hatte und diese Unsicherheiten und sonst wie, er war trotzdem irgendwie menschlicher, fand ich, als diese Charaktere, die uns da bisher bei Agents of S.H.I.E.L.D. Präsentiert werden. Haben wir jetzt mal hier so angefangen mit dem Cast? Es ist halt, ich finde es halt ganz schwierig, wenn in eine Serie zu starten, weil letztendlich kommt es für mich immer auf die Figuren zurück bei einer Serie. Mag ich die Figuren? Möchte ich wissen, was mit den Figuren passiert? Mhm. Ich glaube, das ist die größte Langzeitmotivation für eine Serie. Außer es ist so eine Plot-Serie wie Breaking Bad. Aber gut, da können wir, ja, aber auch bei Breaking Bad war am Schluss komplett nur noch charakterbezogen. Oder vielleicht sogar von Anfang an. Ich finde, das war eben die ganz große Stärke dieser Serie. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen. Und da muss ich sagen, ich muss ja vielleicht auch die Charaktere in Agents of S.H.I.E.L.D. nicht so super genial finden, um diese Serie zu genießen. Weil ich bin auch ein Marvel-Fan und ich liebe es einfach auch an sich schon mal, ganz völlig egal, wer jetzt in dieser Serie auftritt, einfach mal für eine Stunde in der Woche überhaupt in dieses Universum reinzutauchen. Ja. Unter diesem Aspekt, wie findest du nach 3 Folgen, wie schlägt sich da diese Serie? Ich bin überrascht, wie viele Anspielungen auf das Marvel Universum da drin sind. Also es gibt ja zu quasi fast jedem Film eine Anspielung. Es gibt Extremis von Iron Man. Es gibt Thor's Hammer, der in der Episode 084 genannt wurde als eines der letzten Objekte, das man als Shield gefunden hat. Es gibt Gamma-Strahlung von Hulk. Es gibt das Supersoldatenserum. Wir hatten jetzt in der 3. Folge den Superschurken Graviton, beziehungsweise dessen Entstehung. Also das ist ja sozusagen auch ein Feind, den es im Marvel-Universum gibt. Wir haben Gastauftritte von Kobe Smulders alias Maria Hill und noch viel wichtiger Samuel L. Jackson als Nick Fury. Das war die größte Überraschung, obwohl es natürlich im Vorfeld ein bisschen angekündigt wurde durch so einen Facebook-Trailer. Aber dennoch, dass man es geschafft hat und dass man tatsächlich gewillt ist, auch die Gaststars ranzukarren, das rechne ich denen hoch an. Jetzt müssten die Fälle vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, die Gadgets vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, die interpersonellen Konflikte vielleicht noch ein bisschen interessanter werden, ein paar Ecken und Kanten den Figuren gegeben werden, ne? Und dann kann man auch, also ich finde ja an sich, manche sagen ja, mir geht dieser lockere Ton auf den Senkel, nee, mir nicht. Das ist ja für mich auch das, was Marvel im Kino ausmacht. Wenn ich ernst sehen möchte, dann gehe ich zu DC rüber, guck mir The Dark Knight an oder Man of Steel, wo Superman rumschmollt. Die Scheiße drauf sind und alles in dunkle Töne. Und es ist halt eine Serie, die erinnert mich bisher im positiven Sinne an so 80er-Jahre-Serien, so Action-Serien und B halt so eine Agenten-Serien, jetzt in verschiedenen Ausmaß halt. So Fringe alias Chuck oder so sind da so meine großen Beispiele, ne? Chuck von wegen, das ist eine leichte beschwingte Serie gewesen, alias war so eine, ich weiß nicht, ob man es verkopfte Serie nennen möchte, aber auf jeden Fall musste man da manchmal vielleicht ein bisschen mitdenken wegen den Rambal, die Artefakten und alias so. Alias hatte halt den Abrams-Faktor, in dem sich es wird dir ständig mehr Stücke hingeschmissen, als du verdauen kannst und letztendlich kommt nicht so viel bei rum. Also kam meiner Meinung nach bei Alias nicht so viel dabei rum. Und bei Fringe gab es dann halt auch noch diesen abgedrehten Sci-Fi-Scheiß, ne? Ja. Den haben wir ja hier durchaus auch, ne? Und der darf ja auch hier sein. Wir sind ja schließlich in einem Comic-Universum. Also ich würde das, was du jetzt gerade gesagt hast, komplett unterschreiben. Mir gefällt der lockere Ton eigentlich auch sehr, weil ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde eine bierernste Serie über solche Sachen wie Gravitron und was weiß ich, fliegende Menschen in Rüstung und so Asgard-Götter und so. Ja. Das finde ich einfach lächerlich. Das kann ich auch nicht ernst nehmen. Insofern, die Lockerheit, die muss da dabei sein. Und ich finde, das macht die Serie auch gar nicht so schlecht. Wenn man vielleicht mal jetzt konkret auf die einzelnen bisher gelaufenen Folgen eingehen. Ich war ja nach dem Pilot, war ich durchaus angetan. Mhm. Ich fand, der hatte vor allem, was die Produktionsqualität angeht, fand ich, sah der schön aus, toll gefilmt und hat vor allem auch tatsächlich auch so visuell ins Marvel-Universum reingepasst. Ja. Also er hatte so diesen Ton und auch den Look der Filme, sah auch teuer aus. Ich fand auch die Special Effects, die Superhelden-Special Effects, fand ich gut gemacht. Stimme ich zu. Sie sind nicht großartig gewesen, also es waren keine monumentalen Action-Sequenzen da drin, aber die brauche ich auch nicht in dieser Serie. Das fliegende Auto am Schluss hätte ich nicht gebraucht. Ich fand's witzig. Aber was mir an dem Piloten sehr gut gefallen hat, und ich hoffe, dass die Serie das weitermacht, dass sie sich eben nicht so sehr ins
ein Fall pro Episode. Procedural-eske. Gedanke, mir bin ich gerade nicht auf das Procedural gekommen. Ins Procedural rein verfällt, sondern doch eher noch so eine größere Storyline haben wird, beziehungsweise einfach mehr so Insider-Marvel-Kram. Mhm. Ich meine, gut, das wünsche ich mir als Fan natürlich. Mhm. Ne? Aber eben gerade was den Piloten angeht, fand ich es eben sehr schön, dass man das Gefühl hat, es fügt sich konsistent in diese Welt ein, ja. In der Hinsicht, es wird über New York geredet, es wird über den Vorfall in New York geredet, es wird über die Avengers werden mehrfach erwähnt, werden sehr cool erwähnt auch. Du hast Maria Hill als Auftritt, du hast diesen ganzen Shield-Look, den du einfach auch, den sie über die Jahre in den Filmen auch schön kultiviert haben, fand ich. Und ja, auch einfach dieses Phänomen, dass irgendwelche Wissenschaftler jetzt sozusagen, so die Büchse der Pandora ist geöffnet und du kriegst die Zahnpasta nicht mehr in die Tube rein. Und es gibt jetzt einfach Geheimnisse in dieser Welt, die sich verschiedene Fraktionen einfach zunutze machen wollen. Mhm. Alien-Technologie und Gammastrahlung, all diesen Shit. Fand ich wirklich toll. Jetzt, warum sind die Figuren einfach nicht spannender? Ich verzweifle gerade da so ein bisschen dran. Vielleicht noch ein Wort zum Piloten. Ich fand ja auch den Auftritt von J. August Richards als Mike Patterson ganz schön. Mhm. Ich habe zuerst mal gerätselt, Marvel-Nerd, der ich bin, als also die Wand hochgekrabbelt ist. Es gibt ja im Ultimate Universe zurzeit einen afroamerikanisch-hispanischen Spider-Man namens Miles Morales, ob es nicht vielleicht Miles Morales ist und die irgendwie die Rechte von Columbia ausgehebelt haben, um ihn auftreten zu lassen. Oder es gibt ja auch den Superhelden Rage, der ähnliche Kräfte hat. Oder Power Man, Luke Cage. Ja. Aber das werden sie, glaube ich, noch nicht machen, dass sie so eine wichtige Figur einführen werden in der Serie. Vielleicht können wir mal kurz drüber reden, was glaubst du denn, für wen ist diese Serie denn gemacht? So altersmäßig? Das ist auf jeden Fall für eine jüngere Zuschauerschaft gemacht. Schon, ne? Es läuft ja um 20 Uhr, soweit ich weiß, in den USA. Das ist so die Familienstunde am Dienstag und ist sozusagen die Eröffnung für den ganzen Abend. Danach laufen halt so ein paar neue Comedies bei ABC, die jetzt quotentechnisch leider nicht so zünden. Der Start war natürlich gut. Dazu sage ich vielleicht gleich nochmal was. Auf jeden Fall ist die Zielgruppe A Marvel-Fans, würde ich sagen. Man sollte aber, glaube ich, auch nicht, und wie es manche erwarten, dass Hulk und Thor sich die Klinke in die Hand geben und irgendwie den Agents of S.H.I.E.L.D. bei ihren Kämpfen helfen. Dafür gibt es ja zum Beispiel die Zeichentrickserien oder auch halt die Filme. Ne? Mhm. Dafür reicht auch das Budget, glaube ich, einfach nicht, dass du jedes Mal Mark Ruffalo oder Chris Hemsworth oder einen Robert Downey Jr. heranschaffen kannst. Obwohl ich es nach dem Auftritt von Samuel L. Jackson nicht ausschließen würde, dass man irgendwann mal vielleicht zum Mid-Season-Finale oder wenn Sweeps sind, wo die Quoten besonders genau gemessen werden, dass du dann mal Robert Downey Jr. sehen könntest oder Chris Evans oder Thor. Jetzt kommt ja der neue Thor-Film bald ins Kino. Ne? Also warum nicht mal Mjölnir in die Linse strecken oder sowas? Und seien wir ganz ehrlich, das waren bisher für mich auch die stärksten Momente in dieser Serie, wenn es um tatsächlich das Cinematic Universe ging. Wenn Maria Hill auftaucht, wenn die über Thors Hammer reden, wenn Samuel L. Jackson mal kurz vorbeikommt, um Coulson zusammenzustechen. All diese Dinge. Und natürlich, das will man doch auch sehen. Ich meine, wir lieben alle diese Filme und wir lieben dieses Universum. Und es wäre auch seltsam, wenn sozusagen Agents of S.H.I.E.L.D. da so eine Art Parallelkonzept, da so Süppchen daneben kochen würde. Noch eine Zielgruppe, die Serie hat, ist natürlich Joss Whedon, ne? wo man vielleicht fälschlich glauben könnte, wenn man nicht informiert ist, dass Joss Whedon jetzt das Steuer in der Hand hat oder so. So ist es ja nicht, das haben wir schon erwähnt. Aber man sieht halt im Piloten, wie ich finde, sehr deutlich seine Handschrift. Man sieht dieses Banter, was die Charaktere haben, also dieses Dialog hin und her. Man sieht so diese Whedonismen, da gibt es so, Kobe Smulders schwärmt zum Beispiel von Thors Arm oder so, da habe ich sehr gelacht. Allein schon der Gag, Agent Coulson hinter dieser dunklen Ecke steht und Agent Ward dann sozusagen, I'm level 6, I know he was killed und er dann kommt dann so raus und, welcome to level 7. Oh, was that corner a bit too dark? Ja, also ständig diese doppeldeutige, wir sind uns auch schon aware. Also so die, daran müssen halt die Showrunner, die das Ruder jetzt in der Hand haben, ein bisschen werkeln, glaube ich. Also wenn die Charaktere nicht so stark sind, dann vielleicht wenigstens eine Stärke oder einen Fokus richten auf bessere Dialoge oder so. Ja. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, das muss man als Schauspieler auch einfach können. Weil ich
Clark Gregg kann das. Der kann das perfekt. Mhm. Der hat diese Whedonismen, hat der super drauf. Wer es nicht so drauf hat, ist zum Beispiel Agent Ward. Ja. Der da einfach, ich weiß nicht, wenn ich so an geniale Whedon-Charaktere denke, dann fällt mir zum Beispiel auch Firefly ein. Mhm. Captain Malcolm Reynolds oder auch hier der Typ Adam Baldwin in Firefly. Mhm. Mir fällt jetzt gerade der Charakter nicht mehr ein. Oder so. Kann sein. Ja, kann sein. Das waren auch so Leute, die konnten sich einfach diese Bälle auch so zuspielen. Mhm. Und da finde ich, ist der Cast jetzt hier noch nicht so richtig in Gang. Ja. So, ich war, vielleicht liegt es auch noch, haben sie noch nicht die richtigen Gelegenheiten im Drehbuch gehabt, aber mir kommt das alles, die kommen mir ein bisschen zu steif und zu sehr versucht, bemüht vor. Was ich halt in der Review zur zweiten Episode angemerkt habe, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie sehr die Struktur der Episode der Struktur von The Avengers geähnelt hat. Weil es gab diesen Teamstreit, es gab diesen Gegner in Form dieser, was weiß ich, haitianischen, nee, wo waren sie, in Chile? Chile, ja. Chilenischen Armeefraktion, die zusammengebracht hat und erstmal getestet werden musste, ob sie wirklich als Team zusammenarbeiten können und so. Da gab es schon einige Parallelen, gewollte Parallelen, glaube ich auch, um die Leute zu an die Säge zu fesseln. Also von den, was ich mir gedacht habe an der zweiten Episode, die ich von den dreien, die wir jetzt gesehen haben, deutlich als die schwächste empfunden habe, abgesehen von dem Cameo von Samuel L. Jackson am Schluss, das war schon cool, aber das hat mit der Folge an sich nicht wirklich viel zu tun gehabt. Ich finde, die zweite Episode, die kam ein bisschen so rüber wie eine Zeichentrick-Episode, wie so eine Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. animiertes Zeichentrick, dass du so Samstagmorgens guckst für die Kiddies, nur halt einfach mit echten Menschen. Es war so super simplifizierend, es war so super viel so Ballereien, wo nie irgendjemand getroffen wird. Weißt du, 20 Leute sensen irgendwie mit irgendwelchen AKGs, Maschinengewehren durch die Gegend, aber irgendwie wird trotzdem nie irgendjemand getroffen. Und das sind halt so Dinge... Was ist mit dem Floß? Ja. Das sind aber auch dieser Charakter mit dieser chilenische Kommandantin und so. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, das könnte tatsächlich irgendwie so eine Animated Series sein. Auch so von der dramatischen Tiefe. Mhm. Und da wirst du und in der Animated Serie hätte das vielleicht perfekt funktioniert, aber in dem Zeichentrick, also in der Live-Action, war mir das irgendwie alles viel zu flach und irgendwie auch richtig doof. Ich fand's. Also man muss mit so ein bisschen Doofheit, muss man ja in diesem Konzept und auch wenn man so ein bisschen die Zielgruppe und so, die jüngere Zielgruppe, muss man ein bisschen zurechtkommen. Das ist nicht Breaking Bad und das kann es auch nicht sein. Und wer das erwartet, der kann am besten gleich aufhören. Aber gleichzeitig finde ich, bedient auch diese Episode so ein bisschen diesen Drang zum Eskapismus, den ich gerne mal habe. Also ich meine, ich könnte mir jetzt auch Criminal Minds anschauen und über irgendwelche Sexualstraftäter düstere Episoden anschauen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach nur mal eine Stunde lang eine Serie haben, wo die Leute auch mal nach Chile fliegen können, irgendwelche abgefuckten Artefakte suchen und sich dann nach einem Angriff mit Luftkissenbooten oder mit sowas verteidigen oder gegenseitig retten. Also, aber dann muss auch in gewisser Weise die Action ein bisschen mehr reißen. Ja, auf jeden Fall. Es ist noch Luft nach oben da, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Chuck hat zum Beispiel vielleicht gar nicht so sofort funktioniert. Ich fand den Piloten zum Beispiel allein von den Kameraeinstellungen ein bisschen problematisch. Danach, irgendwann gab es aber den Moment, den kann ich leider nicht genau bei Chuck benennen, wo ich einfach gekickt war. Und dann habe ich Chuck auch sehr geliebt. Aber es braucht halt manchmal auch ein bisschen. Bei Community war es ähnlich, um jetzt mal ins Genre zu wechseln. Da hat es, glaube ich, eine halbe Staffel gebraucht, bis die Serie sich gefunden hat. Und dann war es in den ersten drei Staffeln eine meiner Lieblingscomedies. Also ich meine, manchmal braucht man halt ein bisschen Entwicklung. Ne? Und gerade wenn man so 22 Episoden machen muss, Schild wurde ja jetzt für die Back 9 verlängert. Also am Anfang werden 13 Episoden bestellt und dann bei Erfolg nochmal 9 aufgestockt. Wurde jetzt verlängert und es ist, glaube ich, auch schlauchend als Showrunner manchmal so viele Episoden herzustellen. Ne? Wir hatten das Thema und der Groove muss noch gefunden werden. Wir hatten das Thema jetzt gerade erst in dem Pilot Watch Podcast, wo wir auch gesagt haben, naja, wie viele Serien kennst du, die wirklich brillant anfangen und dann brillant weitergehen? Ja. Die allermeisten Serien fangen irgendwie so, naja, an und dann werden sie mit der Zeit, finden sie ihren Rhythmus, wenn sie denn so lange auf dem Bildschirm bleiben. Also, ich sehe halt einfach bei S.H.I.E.L.D. auch noch viel Potenzial, gerade was die Geschichten angeht, aber ich sehe einfach, dass da noch ganz viel gearbeitet werden muss in Bezug auf die Figuren. Das stimmt. Weil im Moment habe ich ich weiß nicht, wenn ich als Star Trek Fan sozusagen die Gleichnis ziehen würde, im Moment ist Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. wie Star Trek Voyager für mich. Sodass ich eigentlich super gern diese Serie gucken will, ich ein totales
totaler Fan dieses Universums und dieses Franchises an sich bin, aber die Leute halt einfach alle scheiße finden, die mitspielen. Ja, oder fast alle. Was sind denn für dich bisher so die interessantesten Punkte bei Agents of S.H.I.E.L.D.? Wo sind die Sachen, wo du sagst, das ist das, was ich noch missen möchte, das ist das, was ich noch sehen möchte, und da hat die Serie schon angefangen, was aufzubauen, wo ich gespannt drauf bin. Ich würde da im Moment erst so eine Sache wirklich benennen können. Auf jeden Fall die Umstände von Coulsons Wiederbelebung. Ja, genau. Da gibt es ja jetzt auch einige Hinweise, das finde ich relativ spannend. Das gab es ja schon in der Pilot-Episode, wo Maria Hill mit diesem Doktor spricht und der sagt, he doesn't know. Oder in der dritten Episode gibt es jetzt diese Szene, wo angeblich das Muscle Memory von Agent Coulson nicht mehr so ist, wie es sein sollte, was natürlich irgendwie einen Hinweis darauf geben könnte, dass es sich um einen Klon handelt oder dass irgendwie Magie im Spiel ist oder so, keine Ahnung. Weißt du, was meine Lieblingstheorie ist, wovon der ich gar nicht zu träumen wage, dass sie stimmt? Agent Coulson ist in Wirklichkeit The Vision. Ja, ob sie sich das trauen? Also ich würde das so abfeiern, aber ich wäre auch okay, wenn es nicht so wäre, aber das fände ich richtig cool. Das fände ich wirklich richtig, richtig cool. Und wärst du dann auch dafür, dass, also spinnen wir mal ein bisschen weiter, ist ja egal. Wärst du dann auch dafür, dass, wenn Agent Coulson tatsächlich Vision wäre, dass er tatsächlich so in Full Vision Mode irgendwann agieren sollte, dass die Agents of S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. quasi so einen Androiden an ihrer Seite haben, der sich so durch Sachen phasen kann und tatsächlich so Superheldenfähigkeiten hat? Das wird dann natürlich sehr abgespaced und wahrscheinlich muss man das auch so ein bisschen, ich meine, man kann ja den Charakter Vision machen, ohne ihn komplett so umzusetzen wie in den Comics. Mhm. Er muss ja auch nicht unbedingt dieses Zirkuskostüm tragen, was er in den Comics hat. Man kann ihn ja auch kräftemäßig vielleicht einfach ein bisschen runterbringen. Aber an sich, also ich habe The Vision fand ich immer einen super Charakter im Avengers Universe und das fände ich toll. Und ich kann mir auch Agent Coulson, also Clark Gregg hat so ein Profil, der finde ich für diesen Charakter total gut passen würde. Aber gut, das ist jetzt mal reines Wunschdenken von meiner Seite. Wie findest du denn bisher so die Gegner, beziehungsweise die Probleme, die Aufgaben, die Agents of S.H.I.E.L.D. bisher so zu bewältigen hatten? Ja, da fand ich in der dritten Episode nicht den Menschen, der zu Graviton wird, am interessantesten, sondern den anderen Menschen, der dabei war. Den Millionär? Genau, der hatte ein bisschen Potenzial, finde ich so. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, schon. Irgendwie fand ich den ganz interessant. Das sah ich komplett gegensätzlich. Ich fand den Millionär fand ich komplett bla. Also das war für mich so ein Serienschurke, wie ich ihn normalerweise eher so bei Charmed oder sowas erwarten würde. Den fand ich komplett leer, den fand ich auch komplett charismalos. Wen ich dagegen super fand, war eben den Typen, der dann am Schluss in das Ding reinfällt. Ian Hart, also ein super Schauspieler auch, in vielen Serien schon gesehen und in vielen Filmen. Ein britischer Mensch, der wirklich toll spielen kann, von dem ich mir fast ein bisschen... Also es wird ja durchaus auch angedeutet, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit ihm. Ja. Wenn er, und das würde ich mir auch einfach von dieser Serie sehr wünschen, dass sie irgendwie... coole Leute versammelt und dann irgendwie so in dieses Marvel-Universum einfügt. Ja, das Problem ist ja so ein bisschen, wenn man so Procedural-Elemente hat, ist, dass du dazu tendierst, gute Schauspieler zu verheizen. So, das sieht man bei Arrow zum Beispiel. J. August Richards ist auch bei Arrow aufgetreten in einer Episode und wurde total verheizt und hat auch schlecht gespielt, fand ich. Und da muss man drauf aufpassen, dass man nicht potenziell tolle Figuren verheizt. Ich würde jetzt zum Beispiel auch gerne J. August Richards nochmal sehen, ne? Weil es ja durchaus interessant ist, dass du neben den Avengers noch einen anderen Helden hast, der da draußen, Helden oder Schurken, je nachdem, der da draußen rumläuft und der Leute retten kann oder irgendwie New York zerstören könnte. Ja, das sehe ich auch einfach dieses Potenzial, was diese Serie theoretisch hat. Du kannst aus dem Vollen schöpfen, ja. Was die Vorlage angeht, da kannst du 1000 Staffeln Agents of S.H.I.E.L.D. draus machen, ja, oder lass es 20 sein, aber die mindestens. Du hast so einen reichen Pool an Charakteren und an Figuren und an Beziehungen auch, die diese Figuren zueinander haben, dass ich mir einfach auch wünsche, dass es einen Weg finden, wie sie diesen trüben Calvin Kleinhaufen, den wir da im Moment versammeln, irgendwie cool in diese Serie einbauen. Ich will, die sollen ein bisschen mehr super sein, diese Leute. Ich möchte, warum nicht
Agent Ward in so eine Art Cyborg oder irgendwie verwandeln. Na gut, wir wissen nicht genau, was mit Coulson abgeht, aber oder warum nicht irgendjemanden aus diesem Team telekinetische Kräfte verpassen? Ich weiß, dass das Prinzip ist auch so ein bisschen, das sind die normalen Menschen, die Normalos in diesem Superuniversum quasi. Aber ehrlich gesagt bin ich an den Normalos nicht so interessiert. Ich möchte die Leute die Leute sehen, die cool Shit abziehen können. So. Und damit meine ich nicht schnell Leute ins Gesicht hauen, sondern, was weiß ich, fliegen, super stark, telepathische Kräfte, diesen klassischen Marvel-Kram, wegen den ich ja auch Marvel so mag. Man kann ja auch zu so Kunstgriffen greifen. Eureka war da immer ganz stark, in so Einzelepisoden immer irgendwelche Ereignisse heraufzubeschwören, wo die Charaktere auf einmal irgendwie die Körper getauscht haben oder Superkräfte hatten oder irgendein Objekt irgendwas gemacht hat, um dann am Ende wieder zum Status Quo zurückzukommen. Sowas kannst du ja durchaus mal machen. Aber bitte nicht so eine lahme Körpertausch-Episode. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen, oder? Also es gibt ja gewisse Tropes, die man auf jeden Fall sehen wird. Es gibt, ich glaube, in der nächsten Episode, kleiner Mini-Spoiler, geht es auch um einen abtrünnigen Agenten, der mal bei S.H.I.E.L.D. dabei war. Also da gibt es ja bestimmte Sachen, mit denen man schon jetzt festrechnen kann. Verräter, Maulwürfe und was weiß ich, irgendwer wurde ausgeschlossen, irgendwer wird getrennt, die Paarungen werden durcheinander gemischt, also dass vielleicht Fitzsimmons nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern dass Simmons mit Ward irgendwie was machen muss oder kann so. Kann man nicht Fitzsimmons also Simmons verschmelzen zu einem siamesischen Zwilling? Ja, genau, oder vielleicht auch nur einen Becher Säure ins Gesicht kippen, damit sie dann so richtig verunstaltet wird oder sowas. Ah, keine Ahnung, ich wünsche diesem Charakter irgendwie nur Böses, tut mir leid. Was mir fehlt oder was ich gerne mal sehen möchte und was man ja von Whedon als Produzent gewohnt ist, ist, dass irgendwann halt mal der staffelübergreifende Bogen oder irgendein staffelübergreifender Bösewicht eingeführt wird. Dass man auch mal entgegenfiebern kann, dass es wirklich jemanden gibt, der den Charakteren große Steine in den Weg legt. Dass es nicht immer alles so ein Zuckerschlecken ist. Wir haben ja quasi schon so eine Anti-Operation, die Rising Tide, die da schon auch so ein bisschen aufgebaut wird als so konträres Element in diesem Universum. Da wäre ich aber auch sehr enttäuscht, wenn es dann am Schluss auf Typen in Anzügen in Büros rausläuft. Ne? Also ich möchte da auch jemanden an der Spitze haben, der irgendwas Cooles kann. Ja, ich möchte einfach, dass dieses Universum super bleibt und sich nicht auf so eine Art Agentenserie, wo sich ab und zu mal Samuel L. Jackson oder Iron Man dann einschaltet auf einem Bildschirm, sondern ich möchte tatsächlich, dass dieses Prinzip von Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sich irgendwie jetzt mit dieser Situation, in der sie sich befinden, anfreunden, dass das mehr erforscht wird. Aber das ist natürlich auch ein Budgetproblem, weil du kannst natürlich in der TV-Serie, gerade wenn du 22 Episoden pro Staffel produzierst, da kannst du nicht jedes Mal New York abfackeln, so wie in die Avengers. Was glaubst du denn, wie sich das da so schlagen wird? Was werden wir denn so in Sachen Action-Szenen von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. noch erwarten können? Das ist eine gute Frage. Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Also ich denke mal, es wird eine Mischung geben, ne? Dass du mal mehr, mal aufwendigere Episoden hast und mal so kleine Bottle-Episodes oder so. Und du wirst bestimmt vielleicht auch mal eine Episode haben. Die zweite spielt ja auch schon zur Hälfte fast nur auf diesem Flugzeug, ne? Der mobilen Einsatzzentrale. Die ich übrigens cool designt finde. Also, ja, schon. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was Marvel den Autoren alles durchgehen lässt, ob vielleicht auch mal ein etwas größerer Widersacher eingeführt wird, was weiß ich. Was sich ja durchaus eignen würde in so einer Serie, ne? Und was wir auch im Marvel Cinematic Universe schon angedeutet bekommen haben, ist, dass man einfach mal so eine Verbrecherorganisation wie Hydra oder AIM einführen könnte als Gegenspieler. Ja. Und dann hättest du natürlich durchaus interessante Sachen. Und dann kannst du auch Captain America zum Beispiel wieder mühelos mal vorbeischauen lassen oder so. Und das hatten wir ja in dem Piloten, der, also muss ich sagen, von den drei Episoden, die jetzt gelaufen sind, war der Pilot für mich eindeutig weit über den anderen beiden. Für mich glaube ich auch, Das war ja auch cool, weil da war auch die Rede von Extremis. Und der Effekt war sogar zu sehen, Der bei Iron Man 3 zu sehen ist. Also da wusste man gleich, aha, Moment mal, das spielt offensichtlich zeitgleich, zeitlich. Und das schafft natürlich so ein einheitliches Universum, das ist toll. Man muss natürlich auch immer aufpassen, was man dann für eine Erwartungshaltung bei den Zuschauern weckt. Ne? Wenn du irgendwie so Extremis-Effekte im Piloten teaserst und dann irgendwie 10 Episoden lang nichts dergleichen zeigst, sondern nur zeigst, wie die freundlichen S.H.I.E.L.D.-Agenten im Flugzeug rumfliegen und sich irgendwie Bürokratie-Bingo spielen oder so, das ist natürlich nicht so toll.
Oder sich pseudowitzige Kommentare über Labortische zufeuern. Ja. So. Da ist meine Geduld auch schon fast aufgebraucht. Glaubst du denn, wir werden so Sachen wie den Hellcarrier, den wir ja in Marvel's Avengers groß drin hatten, öfter mal sehen in der Serie? Bisher ist er noch nicht aufgetaucht, ich glaub, oder? Das ist ein bisschen zu teuer. Ja. Das ist halt wirklich so ein Problem, das diese Serie hat, weil sie einerseits mit der Erwartungshaltung dieses großen Cinematic Universes spielt, es aber natürlich nicht liefern kann. Also, vielleicht dürfen sie mal so eine Archivaufnahme benutzen und dann wird Coulson irgendwie zu Fury oder Maria Hill zitiert oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Gibt es da nicht irgendwie schon mittlerweile genug? Ich meine, ich kann mich noch erinnern. Ja, eben, Stock-Footage muss es da noch geben. Ich kann mich noch erinnern, diese 90er-Jahre-Serie wie Jack zum Beispiel, wo dann zwischendurch, wenn irgendwelche Action gab, einfach mal so Footage von Jagd auf Roter Oktober irgendwie zu sehen war. Also, wenn irgendwo ein U-Boot aufgetaucht ist, dann muss ich sagen, Moment mal, das ist jetzt aus dem Film, genau. Das haben sie sich jetzt einfach mal rausgeschnitten. Aber sowas könnte doch Agents of S.H.I.E.L.D. auch machen. Da muss doch auf irgendwelchen Festplatten irgendwelche Testshots von dem Hellcarrier, die sind doch da. Oder kannst du mir doch nicht erzählen, dass die nicht da sind? Zumindest ab und an mal oder einmal pro Staffel oder so. Ja. Und natürlich auch hier Maria Hill, alias... Da bin ich gespannt, wie oft sie auftreten wird, ob sie überhaupt auftreten wird. Ich hatte sie ja im Interview auf der Comic-Con und da durfte sie ja nicht so sehr ins Detail gehen, ob sie nochmal auftauchen wird. Ich glaube, sie hat das nicht verneint. Genau, aber sie sagte, ja, wenn mich Joss und die Leute anfragen, dann würde ich es natürlich liebend gerne tun. Aber es muss sich natürlich auch mit ihren Dreharbeiten bei der letzten Staffel von How I Met Your Mother vereinbaren lassen. Was aber wahrscheinlich nicht so schwer. Und wenn die Serie dann zu Ende sein würde oder ist im nächsten Mai, dann könnte sie vielleicht auch fester Teil der Serie werden. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil das fände ich nämlich richtig cool. Ich mag den Charakter Maria Hill, ich mag Cobie Smulders in der Rolle. Und sie ist eben gerade auch nicht so dieses schnippische Mädchen, was mir, der Faktor ist mir im Moment zu hoch in diesem Team halt auch. Und bei ihr hat man so das auch wirklich das Gefühl, she's a fucking pro. Ja, sie ist nicht irgendwie so ein Kind, wo man das Gefühl hat, das ist von der Highschool mit einem schwarzen Limousine abgeholt worden, sondern da steckt irgendwas in, also da ist eine tiefere Figur irgendwie zu finden. Also das fände ich richtig cool, wenn in der Staffel 2 einfach Maria Hill fest zum Cast. Und ich möchte einfach auch noch ein bisschen mehr so, also ich habe auch immer wirklich sehr gerne Alias geguckt, das war eine meiner Lieblingsserien. Und sowas kann doch auch eigentlich Agents of S.H.I.E.L.D. das besser auch hinkriegen bisher, oder? Weil so diese, in den Episoden, was wir bisher gesehen haben, so diese Undercover-Einsätze, das war ja wohl extrem simplistisch. Gerade so, ich denke so an die dritte Episode, wo Sky einfach auch mal reinspaziert in so ein blödes Party und dann so, hi, I'm Sky. Und offensichtlich kennt jeder sie nur mit Vornamen. Sie ist wie, keine Ahnung, Madonna oder Britney. Sie hat auch keinen Nachnamen. Sie braucht keinen Nachnamen. Sie sagt einfach, I'm Sky. Und dann sagt die berühmte Sky. Kriegt auch gleich mal ein Jobangebot. Das war mir alles ein bisschen zu dämlich. Wie schon gesagt, die Serie darf ja auch dämlich sein, aber da komme ich dann doch eher so ins Augenrollen und dann drifte ich auch geistig weg. Weil dann weiß ich nicht, dann ist mir einfach zu simpel gehalten. Kommen wir doch zu einem anderen Thema. Gibt es denn vielleicht irgendwelche Joss Whedon-Alumni, die du gerne mal in der Serie sehen möchtest? Also ich meine, es gibt ja da durchaus schon einen reichen Pool an Leuten. Alle. Ich möchte sie alle sehen. Naja, ich bin immer froh, wenn ich die Firefly-Crew irgendwo sehe. Ich bin nicht so der gigantische Buffy-Fan. Aber ja klar, immer gern gesehen. Alison Hannigan zum Beispiel. Die hat ja dann auch eine Hauer mit der Mother-Zeit. Die habe ich auch gefragt, ob sie nicht mal in eine Marvel-Produktion mitmachen würde. Und hat sie gesagt, ja klar, sofort. Die hätte ich ja irgendwie auch als Scarlet Witch. Vielleicht sage ich das irgendwie jetzt auch nur, weil sie rote Haare hat. Das ist ein bisschen zu alt. Das ist klar, dass das nicht passiert. Aber ja, die würde auch Neil Patrick Harris könnte ich mir so als, keine Ahnung, so, wenn mir jetzt gerade kein konkreter Marvel-Schurke ein, aber so eine Art Riddler-eskes. Ja, da gibt es so ein Mr. Mixapixlick-Äquivalent, ich glaube, der heißt Impossible Man oder irgendwie sowas. In so einer Rolle könnte man ihn vielleicht mal zeigen. Oder als Jokester einfach. Vielleicht, wenn wir so langsam mal zum Ende kommen, was würdest du sagen? Für wen ist diese Serie, wer jetzt diesen Podcast hört und sagt, soll ich da mal reinschauen oder nicht? Was sollte man sozusagen an Voraussetzungen mitbringen, wenn man diese Serie genießen möchte? Im Prinzip sollte man vielleicht eine gewisse Affinität zu Marvel haben. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Das müsste helfen. Wenn man Joss Whedon als Mensch mag und seine Produktionsweise von Serien, könnte man vielleicht auch einen Blick riskieren. Es ist halt bisher noch nicht
so, also Joss Whedon an sich und seine Serien brauchten ja auch immer halt eine Weile. Ich würde auch sagen, die erste Staffel von Buffy war fast unbrauchbar. Oder wenn du sie heute mal anschaust, ist sie lange, total lange 90s. Her, das ist sie, ne? die Fans von Joss Whedon auf jeden Fall und halt auch so Action-Adventure-Leute und Leute, die vielleicht einfach mal eine Action-Serie mit eine harmlosere Action-Serie schauen möchten. Wenn du eine ernstere, sich ernst nehmendere Action-Serie mit Superhelden sehen möchtest, dann kannst du Arrow gucken bei The CW, obwohl da natürlich auch so gewisse CW-Probleme drin sind, aber wenn du den locker leichten Ton aus dem Marvel Cinematic Universe magst und vielleicht nicht allzu viel erwartest, dass da dauernd der Hulk auftaucht und irgendwie Loki wegsmasht, dann könnte man vielleicht einen Blick riskieren und es versuchen. Also es gibt natürlich noch viel, das haben wir schon zigmal gesagt in diesem Podcast, viel Potenzial nach oben und viel Verbesserungspotenzial. Aber ich denke mal, das sind so die Hauptzielgruppen. Ich denke auch, es ist auch eine schöne, jetzt nach allem, auch wenn ich jetzt drüber gemotzt habe, dass es mir ein bisschen flach ist alles und so, ich kann es mir vorstellen, ich meine, ich habe keine Kinder, aber wenn ich jetzt einen 12-jährigen Sohn hätte, dann hätte ich total Bock, mit dem mal Agents of S.H.I.E.L.D. zu gucken. Weil das ist auch was, wo du einfach, dich auch mal mit deinem Kind hinsetzen kannst und es einfach auch mal weggucken kannst. Ja. Und vielleicht haben beide Seiten so ihren Spaß dabei. Es ist natürlich nicht Breaking Bad, es ist nicht Hannibal, es ist nicht super düster und blutig, aber das soll es auch nicht sein, jedenfalls unserer Meinung nach. Ja, wie seht ihr das? Wie fandet ihr die ersten Folgen von Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D.? Das interessiert uns natürlich auch. Im Moment ist da ja eher so, schlägt der Serie eher so ein bisschen Antipathie gegen. Ich glaube, es ist fast ausgeglichen. Also die Kommentare, also es gibt immer die Motzer und es gibt die Gutfinder. Vielleicht haben die Motzer ein bisschen eine vokalere Lobby. Was ja meistens so ist. Ja, ne? Aber ansonsten hält sich das, glaube ich, fast die Waage. Okay, dann, wie schon gesagt, uns interessiert natürlich weiterhin eure Meinung. podcast@serienjunkies.de ist die E-Mail-Adresse, wo ihr mit dem Feedback am besten aufgehoben seid. Da schreibt ihr am besten direkt hin und sagt uns, was ihr denn so über Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. denkt, wie ihr euch wünscht, dass die Serie weitergeht, ob ihr euch überhaupt wünscht, dass die Serie weitergeht. Jetzt könnt ihr es auch nicht mehr verhindern. Wie würde für dich, Adam, wenn du jetzt sagen, einen Wunschzettel für Staffel 2 oder sagen wir mal vielleicht auch nur die zweite Hälfte der ersten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. hättest, so wie würde dir, was würde da oben drauf stehen? Eliza Dushku, Spider-Woman. Ich wusste es doch. Verdammt nochmal. Oh, ja, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich möchte Maria Hill haben, ich möchte einen Robert Downey Jr. Cameo haben, ich möchte mehr Fokus und auch mehr substanzielle Infos zu Coulsons Schicksal. Ja. Ich möchte mehr Ecken und Kanten im Team. Mhm. Ich möchte auch mal irgendwie, vielleicht auch mal einen sterben lassen. Ja, das wird mit Sicherheit irgendwann passieren. Das fände ich gut, um der Serie vielleicht auch so ein bisschen Brisanz zu geben. Man könnte natürlich auch mal so einen sterben lassen und dann so tun, als wäre gar nichts gewesen, dann ist auf einmal der Neue da. It's not Agent Ward, it's Agent Bart. Also wir bleiben mal gespannt, aber du bleibst auf jeden Fall dran. Ne? Ich bleib dran und ich betreue die Serie auch mit Reviews die ganze Staffel über. Da soll man natürlich auch nochmal hier den Hinweis fallen lassen. Immer schön fleißig Adams kenntnisreiche Reviews auf serienjunkies.de lesen, jeweils zu den einzelnen Folgen. Wann kommen die immer, die Reviews? Die kommen am Mittwoch meistens. Also am Tag nach der Ausstrahlung, der amerikanischen Ausstrahlung auf ABC. Gut, dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Podcast, euch ein bisschen inspirieren lassen können, entweder über Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. mit abzulästern oder einfach mal in die Serie reinzugucken oder sie jetzt endgültig an den Nagel zu hängen. Eins von den dreien vielleicht. Adam, wenn man dich auf sozialen Kanälen finden möchte, wo kann man sich da hinwenden? Adam Arndt auf Google+ oder Awesome Arndt auf Twitter. Mich gibt's unter dem Handle Konsumkind auf Twitter und als Philipp Süßmann auf Google+ zu finden. Ich freue mich schon auf weiteres im Marvel-Universum und steht ja jetzt. Bald wahrscheinlich auch schon der Thor-Podcast. Genau, bald kommt der Thor-Podcast. Also, wir nehmen das jetzt auf 2 Wochen, glaube ich, vor dem deutschen Kinostart von Thor The Dark Kingdom. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit von uns dann unsere Meinung hören, hier in unserem kleinen Marvel-Geek-Eckchen. Bis dahin verabschieden wir uns mal und Moment, kleiner Hinweis, schaltet ein auch in den Walking Dead Podcast, der jetzt ab dieser Woche regelmäßig auf serienjunkies.de laufen wird. Wir werden jede Woche die aktuelle Episode von The Walking Dead AMC Superhit mit den Zombies besprechen
Und vielleicht bist du ja auch mal dabei. Adam. Vielleicht, ja. Und ansonsten lest ihr meine Reviews dazu. Nochmal einen kleinen Plug untergebracht. Dann ist es jetzt aber auch endgültig gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Excelsior. Ciao.